Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du Nachrichten an andere SAP-Benutzer versenden kannst. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Es ist möglich, direkt in SAP Nachrichten an einen anderen SAP-Benutzer zu verschicken. Und das schon im Standard und ohne irgendeine Installation oder Umstellung. Sehen wir uns nun die erste von drei Möglichkeiten an. Option Nummer 1 ist über den Funktionsbaustein. Dazu wählen wir die Transaktion SE 37 aus und kommen nun zur Eingabemaske eines Funktionsbausteines. Wie hier bereits voreingegeben, nennt sich dieser Funktionsbaustein TH-Pop-up. Wenn ich nun diese ausführe, und zwar im Testen und Ausführen F8, gelange ich nun in eine Eingabemaske. Dort kann ich nun den entsprechenden Client angeben, in meinem Fall 800, und dann muss ich einen Schritt zurück, das war zu schnell, den entsprechenden User angeben, User W06 und kann dann anschließend meine Nachricht eingeben, Testnachricht. Und zu guter Letzt klicke ich auf Ausführen und erhalte anschließend diese Testnachricht. Kommen wir nun zur Option 2. Und zwar Kurznachrichten. Diese kann ich in der Menüleiste in der Rubrik System und im unteren Bereich Kurznachricht ausführen. Anschließend erhalte ich nun eine Eingabemaske, kann einen Titel vergeben, wichtige Nachricht sowie die tatsächliche Nachricht. Anschließend muss ich noch definieren, an welchen Empfänger ich das ausführen möchte, und zwar in diesem Fall an den User W06 und kann dann nun noch angeben, ob es eine Express-E-Mail sein soll oder nicht. Zu guter Letzt kann ich das nun mit Senden ausführen. Nun kommen wir auch schon zur letzten Möglichkeit, wie man Nachrichten innerhalb des SAP-Systems versendet. Und zwar in dem sogenannten SAP Business Workplace. Dieses befindet sich in diesem Menü und ich öffne diese und gelange nun auf meine Eingangs, Nachrichten, wie hier bereits zu sehen, und kann diese über eine neue Nachricht erstellen. Dort habe ich nun wie vorhin dieselbe Eingabemaske und kann diese entsprechend dann an meinen Kollegen aussenden. Darüber hinaus bietet eben dieser Business Workplace noch weitere Möglichkeiten und eine strukturiertere Vorgehensweise für das Senden von Nachrichten an. Wie ihr seht, könnt ihr damit Nachrichten innerhalb des SAP-Systems an Kollegen versenden, und falls ihr Fragen dazu habt oder auch Tipps, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten und freue mich sehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!